Sie beugte sich zum Spiegel vor und musterte skeptisch ihr Gesicht. Oh nein. Gerade hatte sie eine halbe Stunde damit zugebracht, ihr Make-up mit äußerster Sorgfalt aufzulegen, und jetzt das. Trockene Hautflöckchen rollten sich in den Rillen um die Nasenflügel wie Erdklumpen in einer Wüstengegend. Grace Gildy würde das mit Sicherheit bemerken. Vorsichtig entfernte Alicia die Flöckchen mit dem Fingernagel. Gut. Doch jetzt zeigten sich rote, bunte Ringe um die Nasenlöcher. Sie griff nach dem Grundierungspad und tupfte Farbe darauf. Neue Hautflöckchen. Mist. Riesenmist! Sie war ein nervöses Wrack. Seit die Nachricht von ihrer Verlobung mit Patty bekannt geworden war, hatte sie mehrere Interviews gegeben, doch nie war sie so nervös gewesen. Dabei hatte sie keinen Grund, nervös zu sein. Dies war die Zeit ihres Triumphs. Ihr höchstpersönlicher Pretty Woman-Moment, wo sie allen, die je gemein zu ihr gewesen waren, ein "Seht ihr!" entgegenschleudern konnte. Sie war die Frau, die so lange gewartet hatte und die endlich am Ziel ihrer Wünsche angelangt war. Und Grace Gildy musste ein Interview mit ihr machen, weil sie, jawohl, sie, Alicia Thornton, Patty de Courcy heiraten würde. Es gab also keinen Grund, nervös zu sein. Im Gegenteil, Grace Gildy war diejenige, die in ihren Doc Martens oder irgendwelchen anderen Sternenstiefeln, die sie heutzutage trug, zittern musste. Alicia zog noch einmal ihre Lippen nach und steckte sich dann einen Finger in den Mund und saugte heftig daran. Ein guter Trick, mit dem man vermied, dass Lippenstift an den Zähnen blieb. Doch dann warf sie einen besorgten Blick in den Spiegel. Hatte sie zu viel weggelutscht? Das richtige Maß zu finden war schwer. War der Lippenstift zu auffällig, wirkte man verzweifelt. War er zu diskret, erweckte man den Eindruck von bemitleidenswerter Unscheinbarkeit. Sie beschloss noch, eine Schicht aufzulegen. Sie wollte... Wie wollte sie wirken? Weltgewandt, selbstbewusst, elegant. Sie würde nie schön sein. Das hatte sie vor langer Zeit akzeptiert. Zum Glück. Denn jedes Mal, wenn ihr Elan in der Presse erwähnt wurde, gab es woanders einen spöttischen Hinweis auf ihr langes Gesicht. Besonders verletzend war es beim ersten Mal gewesen, als die Überschrift lautete: Im Trab zum Traualtar. Sie war niedergeschmettert und zutiefst verwirrt angesichts der Feindseligkeit, mit der manche Zeitungen ihre Verlobung zur Kenntnis nahmen. In einer wurde sogar die Vermutung geäußert, dass sie nur deshalb mit Patty zusammen war, weil sie ihren sozialen Aufstieg im Blick hatte. Was doch verrückt war, dachte sie, denn Patty war einfach wunderbar. Auch wenn er ein Puppenspieler wäre oder jemand, der am Fließband saß und missgeformte M&Ms raussuchen musste, hätte sie sich in ihn verliebt. Können wir Anzeige erstatten? Hatte sie unter Tränen gefragt. Nein! Patty war entsetzt gewesen. Besser, du gewöhnst dich daran. Du meinst, so etwas kommt öfter vor? Ja. Aber warum? Sie hatte die verblendete Vorstellung gehabt, dass die Medien sie mit Zuneigung überschütten würden, weil sie Patty heiratete. Bewunderten nicht alle ihn so sehr wie sie? Doch, sagte Patty knapp. Sie sind eifersüchtig auf dich. Eifersüchtig? Als ihr das klar wurde, änderte sich alles. Sie glaubte nicht, dass jemand schon einmal eifersüchtig auf sie gewesen war. Normalerweise weckte sie in Menschen nicht diese Gefühle. Aber jetzt? Also, eifersüchtig? Manchmal betrachtete sie sich morgens beim Anziehen in den großen Spiegel und flüsterte: Ich bin auf mich eifersüchtig. Du bist auf mich eifersüchtig. Er, sie, es ist auf mich eifersüchtig. Wir sind eifersüchtig auf mich. Ihr seid eifersüchtig auf mich. Sie sind eifersüchtig auf mich. Yeah.